Ja, Thomas Laschkowski, Trainer von Harvestehude. 1-1, bist du zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Auswärts gegen Meistertitelkandidat einen Punkt zu holen beim Auftaktspiel ist ein sehr gutes Ergebnis. Und ja, wir freuen uns, die Mädels haben heute sehr gut gemacht. Ja, ihr habt euch auch ein bisschen verstärkt, ne? In der Sommerpause meines Wissens. Ne? Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Ich erinnere mich an letztes Jahr, da wart ihr nicht so stark, vor allem in der Abwehr standet ihr gut. Und manchmal brannte es beim DHC ja lichterloh. Die Abwehr hat manchmal geschlafen am Anfang. Hättet ihr ein paar Tore machen können? Ja, das ist das Perverse daran, dass wir zwar mit Punkt zufrieden sind, aber ich finde, die gezwungenen Torchancen hatten wir im Spiel. Wir haben, glaube ich, zwei oder drei Mal so richtig 1 gegen 1 gegen Tormann, wo wir sehr unclever uns vom Tor verhalten haben. Ja, wir haben uns verstärkt mit Sisi Hauke, einer nationalen Spielerin, die halt das gesamte Spiel jetzt an sich zieht, die halt auch die gut den Spiel kreiert für uns und gibt dann natürlich an andere Spieler auch den Sicherheit und um sich herum spielen anderen besser und das hat man heute gesehen. Ja, beide Mannschaften haben viel von den Chancen liegen lassen, hier aus klaren Situationen. Einer gegen den Torwart, der DHC hatte gegen 5 oder 6 Strafecken nicht genutzt. Ich glaube, da können sich beide die Hände reichen, beide Mannschaften. Ja, ich glaube schon. Also am Ende des Tages ist dieser Unentschieden verdient. Ja, das glaube ich, das haben die meisten auch so gesehen. Deshalb viel Erfolg für euch in Zukunft, natürlich nicht gegen den DHC. Und vielen Dank für deine Bereitschaft. Ich danke auch.